Morgen, Freunde. Ich befinde mich hier vor dem Naturparkzentrum Hohe Fleming. Ich wollte von hier eine Wanderung machen von rund 15 Kilometer und jetzt muss ich feststellen, ich bin sowas von bescheuert, dass es schon weh tut. Ich habe nämlich vergessen, mir diese Tour runterzuladen, also jetzt auf Offline-Modus bei Komoot, und ich habe hier null Empfang. Also ich kann jetzt die Tour nicht starten. Jetzt werde ich wahrscheinlich einfach so ein bisschen laufen, ohne diese Tour, die ich mir rausgesucht habe, machen zu können, weil ganz einfach, ich kann nicht navigieren. Also da geht man wirklich seit Jahrzehnten wandern und hält sich eigentlich doch für halbwegs gescheit und dann passiert so ein blöder Fehler. Ich hätte wie gesagt die Tour nur vorher runterladen müssen und speichern als Offline-Dings, habe ich nicht gemacht, selber schuld. Na gut, man kann ruhig dumm sein, man muss nur Glück haben. Ich habe hier ein Schild gesehen, WLAN kostenloses, konnte ich mich sogar einloggen, obwohl hier noch zu ist, die öffnen erst um 10 Uhr und wir haben jetzt kurz nach 8. Jetzt konnte ich mir die Tour doch runterladen und können wir uns auf den Weg machen. Auf geht's! Die Tour soll übrigens ein Test für mich sein, zwei Tests eigentlich. Erstmal will ich testen, wie fit ich bin. Ich hatte ziemlich schlimm Corona gehabt, war fast 3 Wochen hier gelegen und bin heute das erste Mal wieder richtig länger unterwegs. Dann mal gucken, was ich noch drauf habe. Und zweitens habe ich mir was Neues gekauft, was ich ausprobieren will. Aber das zeige ich euch so in 2-3 Stunden bei der ersten Pause. Die Ortschaft hat jetzt übrigens nach knapp 5 Minuten verlassen. Und jetzt bin ich auf die eigentliche Tour. Das ist übrigens eine sehr schöne Tour, zumindest was ich bei Komoot so gesehen habe. Ich habe mir eine Fahrt hier rausgesucht. Also da kommt das Quellgebiet von einem kleinen Fluss. Da kommen ein paar Moore mit Stege durch und alles sowas. Eine Burg kommt. Also wird schon interessant. Und wie gesagt, der eigentliche Grund, warum ich laufe, ist ja eigentlich ein Test. Ich will heute ausprobieren. Das Ganze ist für den Moment noch so ein reiner Kiefernwald. Also eine echte Plantage und kein Wald. Die Wege sind breit, aber trotzdem ist das Ganze erstmal ein Wanderweg. Man sieht hier ständig irgendwelche Eidechsenbäume. Ja. Und vor allem, es ist wunderschön hier. Wir haben noch so eine leicht neblige Morgenstimmung, rund 2 Grad plus. Keine Leute da, man hört keine Straße, nichts. Nur Komoot quatscht ab und zu dazwischen. Also trotz allem ist jetzt schön. Ja, und hier rechts wird der Weg auch ein bisschen besser. Schaut euch doch diesen blauen Himmel an. So herrlich. Wir hatten die ganzen letzten Tage immer Regen und Matsch und manchmal ein bisschen Schneegraupel. Und morgen soll es wieder so schlecht werden. Da mache ich auch unbedingt heute die Wanderung, obwohl ich noch nicht so ganz gesund bin, muss ich zugeben. Ich bin noch recht verschleimt, mir fehlt ein bisschen die Luft, aber den Tag muss man einfach ausnutzen. Da oben waren eben ein paar Rehe, aber bis ich die andere Kamera gegriffen habe, waren die wieder weg. Vielleicht sollte ich die immer in der Hand behalten, ich weiß nicht. Ich habe jetzt schon die GoPro immer in der Hand, man kann ja nicht beide Hände immer voll haben. Vielleicht sehen wir noch was anderes. Gibt hier sogar eine kleine Schutzhütte. Ich meine, was man so Hütte nennt, auch man hat ein Dach, man kann sitzen. Für Brandenburg ist das schon was Außergewöhnliches. Keine Schmierereien, nichts, aber es ist mir noch ein bisschen früh. Ich habe ja nur fertig bei was, ein Salat und ein Sandwich. Weil ich werde nichts kochen, ist ja alles Naturschutzgebiet hier. Selbst den Kaffee in der Thermoskanne, da hätte ich eigentlich nicht trinken können. Aber egal, nächste Möglichkeit. Aus der Kieferplantage ist übrigens ein schöner Mischwald geworden. Da steht eine Buche, eine Birke, noch eine Buche, da ist wieder meine Kiefer, alles da. Und hier hinten schlängelt so ein kleines Flüsschen lang, das wird die Plane sein. Weil irgendwie komme ich hier durchs plane Quellgebiet. Wobei da nicht eine richtige Quelle zu sehen ist, steht da in der Beschreibung, sondern es kommt praktisch aus dem Sumpf raus und fließt dann langsam ab.
Oh, ist jetzt wunderschön hier. Ich freue mich, dass ich doch losgefahren bin. Ich hatte nämlich gestern Abend, da ging es mir noch ein bisschen grippig, überlegt, ob ich das nicht doch noch mal verschieben soll. Aber die frische Luft hier tut auf jeden Fall gut. Hier kommt jetzt gerade ein Hinweisschild. Unter anderem Plane Quellgebiet. Das ist da, wo wir eben den Fluss gesehen haben. Da war ja drumherum so alles sumpig und so. Dann ist praktisch die Plane da in Sprung. Und hier ist nochmal eine kleine Schutzhütte. Da will ich erstmal ein Käffchen trinken. Weil es alles noch vom Reif und so ziemlich nass und ich habe keine Plane bei. Sonst würde ich mich draußen irgendwo hinsetzen auf der Bank. Aber ich hoffe, hier drinnen ist trocken. Ja, aber kann leider nicht sitzen. Alle liegt weiter. Hinter mir seht ihr übrigens Naturschutzgebiet, ist ja fast überall. Und ich habe eben an dem Schild noch gesehen, in diese Richtung kommt nach, ich glaube, 700 Meter, dieses Naturschutzzentrum, wo ich gestartet bin. Also ich bin jetzt praktisch so einen Bogen gelaufen, komme jetzt ziemlich dicht dran vorbei und jetzt geht es hier oben nochmal ein größeres Stück. Also sieht fast aus wie eine Acht, nur dass es nicht ganz zusammenkommt. Also ich bin jetzt ziemlich dicht am Ausgangspunkt wieder. Aber ich gehe nicht hin, sondern weiter geradeaus und dann kommt der größere Teil von der Tour. Ich habe hier ein paar Schafe entdeckt, wie gesagt, mitten im Wolfsgebiet, mit einem ganz kleinen Zaun. Da dachte ich schon, die müssen sich nicht wundern. Aber ein Schaf guckt mich sehr streng an. Schutzhunde sind da drin. Zwei Stück habe ich entdeckt. Der beobachtet mich ganz genau. Gucken, ob ich den anderen noch finde jetzt. Ne, kann ich jetzt auf Anhieb nicht entdecken. Ich glaube, ich habe von zweiten gesehen. Sehr schön, so sollte es sein. Das Planetal. Oh, ist hier zu viel zum Durchlesen. Hier ist übrigens gleich eine normale schöne Bank. Also jetzt waren die Wege auch recht einfach. Viele Sitzmöglichkeiten, nur dass jetzt alles nass ist. Also ich habe schon beschlossen, ich komme noch mal mit meiner Frau hierher. War alles halbwegs flach, das läuft sehr gerne sowas. Heute konnte sie leider nicht mitkommen, weil sie muss halt wieder arbeiten. War ja auch krank gewesen. Und heute gehen wir beide erst mal wieder unsere normale Tätigkeit nach. Ich gehe wandern und sie geht arbeiten. Da unten läuft die ganze Zeit parallel dieses Flüsschen, die Plane lang. Ansonsten hört man hier Vögel zwitschern. Und wir haben heute, glaube ich, den 27. logisch, Dezember. Wir denken alle an Frühling. Wo jetzt mit dem Sonnenschein ja hinhaut. Die Temperatur wird immer noch um eine 0 Grad sein. Ich sehe immer noch ab und zu ein bisschen Reif hier im Wald. Aber auch wenn ich schon mal gesagt habe, absolut herrlich hier. Der Weg führt mich übrigens immer wieder mal raus aus dem Wald, ja, über so eine freien Flächen. Was ich eigentlich jetzt perfekt finde. Normalerweise bin ich lieber im Wald, aber wir haben seit wirklich zwei Wochen nur Grau gehabt bei uns. Und jetzt haben wir hier mal ein bisschen Sonnenschein. Im Wald merke ich das auch nicht. Tut richtig gut, hier mal ein bisschen Sonne spüren nach dieser langen Zeit. Natürlich, wenn wir draußen 35 Grad haben und die Sonne knallt, dann ärgert mich über sowas. Aber jetzt ist es gar nicht mal so schlecht, ab und zu aus dem Wald rauszukommen. Ich bin jetzt in irgendeinem kleinen Dorf und hier scheint nicht allzu oft einer vorbeizukommen. Das Pferd hat mich von Weitem entdeckt und kam gleich angerannt. Also absolute Attraktion, dass hier mal einer vorbeikommt. Ich könnte auch nicht sagen, wo ich bin hier.
Das ist jetzt wieder typisch Komoot. Mittendrin kam Spruch, du hast die Tour verlassen, schau auf die Karte. Da ich das gemacht, ich war fast einen Kilometer falsch gelaufen. Also war vorher keine Warnung gekommen oder so. Aber jetzt habe ich die Tour wieder erreicht. Aber es wäre auch ein Unding, wenn ich mich mit Komoot nicht wenigstens einmal verlaufen würde. Man muss eigentlich wirklich ständig das Handy in der Hand haben und auf die Karte gucken. Riesenstein, 50 Meter. Also ich bin 1,80 groß, der geht hier noch weiter runter und hier scheint der eine Bulle zu sein. Also ist schon nicht klein für unsere Verhältnisse hier. Aber leider keine Bank oder so, ich habe nicht langsam Hunger. Prost. Ich habe jetzt hier ein schönes Plätzchen gefunden. Ich meine, die Bank ist noch nass, jetzt zeige ich halt einen nassen Hintern, was soll's. Ich habe es nicht mehr allzu weit, da stört es nicht weiter. Ja, aber bevor ich was esse, wollte ich euch schon mal zeigen, was ich noch ausprobieren wollte. Weil ja, das Ganze war ja auch ein Testlauf für mich. So, was habe ich mir Neues geleistet? Was heißt geleistet? Die waren sau billig. 40 Euro. Zwei neue Schuhe, und zwar sind das Barfußschuhe. Gefütterte Winterbarfußschuhe. Ich habe vorher noch nie mein Leben Barfußschuhe besessen, aber man ist ja nie zu alt, um was Neues auszuprobieren. Und wie bin ich darauf gekommen? Also mehrere Gründe. Also erstens, meine Tochter trägt die seit Jahren und die schwärmt davon. Die sagt, also sie hatte vorher so eine Einlagesohle teilweise tragen müssen, ist alles weg. Die Muskeln haben sich dermaßen gebildet, also ist alles perfekt. Und da war ich selber mit meiner Frau auf Fuerteventura vor anderthalb Monaten und da haben wir eine Strandwanderung gemacht. Am Strand bin ich natürlich, da laufe ich immer barfuß eigentlich. Und es war mal etwas über 10 Kilometer und ich hatte am anderen Tag tierischen Muskelkater. Also sieht man ja, dass das Barfußlaufen ja doch ganz andere Muskeln beansprucht. Naja, Barfußlaufen kann ich ja nicht bei dieser Kälte. Könnte ich schon, aber man wird blöd angeguckt. Also habe ich mir Barfußschuhe besorgt. Das ist einer der Gründe. Der zweite ist, meine Tochter hat beschlossen, dass wir jetzt im März in Hamburg den 60 Kilometer Mammutmarsch mitmachen. Und ich habe bei so langen Märschen immer ab Kilometer 50 oder so Blasenmangelzehe. Nicht schlimm, dass ich abbrechen müsste. Ich habe bis jetzt auch jeden 100er durchgemacht. Aber vielleicht kann man es vermeiden, weil die Barfußschuhe sind ja vorne wesentlich breiter und die Zehe werden nicht so aneinander gepresst. Vielleicht geht das. Aber das werde ich jetzt nach so einem kurzen, ich kann mit verlaufen, ich habe jetzt vielleicht 20 Kilometer hier, werde ich das noch nicht sagen können, weil die Blasen kamen erst immer so ab Kilometer 50. Aber jetzt zeige ich euch die Dinge erstmal. Ist jetzt übrigens keine Verkaufsveranstaltung, ich habe die selber gekauft, davon abgesehen. Die waren also mit 39 Euro, glaube ich, recht günstig. Anstatt Schnürsenkel haben die einen Gummi, hat noch nie gesehen, mit so einem Schnellspann-Ding. Ich weiß nicht, ob das wirklich positiv ist oder negativ, aber haben sie halt. Dann sind sie da vorne doch wesentlich breiter. Man soll die auch eine Nummer größer nehmen und ziehen wir einfach einen aus. Die wurden als Winterschuh verkauft, weil sie sind hier leicht, da sieht man jetzt im Dunkeln, schwarzes Futter, also leicht gefüttert. Also jetzt haben wir da um die 0 Grad und ich habe eher gedacht, die schwitzt wie Teufel. Obwohl ich habe sie mit Socken an, aus hygienischen Gründen. Die Socken kann man besser waschen wie das Ding hier. Also bis jetzt fand ich das sehr bequem beim Laufen. Wenn man über Steine oder so läuft, man merkt zwar ganz leicht, weil die Sohle ist ja auch ziemlich dünn, dass da was liegt, aber es piekt nicht oder so. Man merkt es halt, so soll es ja sein. Einziger Nachteil ist dieser Gummi, der schlackert dermaßen beim Laufen. Ich stopfe jetzt einfach hier rein und dann ist das auch in Ordnung. Ja, ansonsten sollen sie wasserdicht sein. Ich bin vorhin extra mal ein bisschen durch den Schlamm gelaufen. Und meine Socken sind noch trocken. Also wasserdicht scheint es zu sein. Wer weiß wie lange, das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, die waren noch nicht teuer. Und ich werde sie auf jeden Fall für den 60 Kilometer Marsch im Anfang März ausprobieren. Auf längere Strecken. Jetzt, wie gesagt, bin ich, naja, ich habe noch 3 Kilometer. Ich bin vielleicht 16, 17 Kilometer mit verlaufen. Und mal hier knipsen und da knipsen gelaufen. Und ich merke gar nichts. Es war ein angenehmes Laufen, weil man merkt sie gar nicht. Die drücken nicht, die scheuern nicht und vor allen Dingen vorne die Zehen, die haben Spielraum ohne Ende. Ich hoffe, dass das für meine Blasen was bringt. So, dann will ich jetzt eine Kleinigkeit essen und mich dann auf den Weg machen. Ich habe noch ungefähr 3 Kilometer. Dann ist die Tour auch schon wieder vorbei. Keine Ahnung, was da vorne kommt. Da ist ein eckiger Betonklotz mit einem Turm dran. Ich hoffe, das soll nicht die Burg sein. Das wäre enttäuschend. Aber es sieht doch wesentlich moderner aus. Also werdet ihr jetzt noch nicht sehen können, aber wir kommen ja dichter.
Das Ganze nennt sich Flemming-Falknerei. Winterruhezeit. Flugvorführung und was da alles steht. Inklusive Plastikfalke. Hier haben wir die Burg. Ah, da hinten ist eine Burg. Für 100 Meter weiter. Wie gesagt, ich habe jetzt die eigentliche Tour verlassen, aber die paar hundert extra Meter können wir unterlaufen. Das ist hier so ein Fall, was man auf der Kamera nicht sehen wird, wie groß das Ding ist. Hier ein Naturdenkmal. Also 3-4 Meter Durchmesser hat er garantiert. Also nicht Umfang, sondern wirklich Durchmesser. Aber hier geht es rund aus der Burg. Wenn man reinkommt. Ich habe da keine Ahnung. Ist doch nicht der Hauptgrund, warum ich hier gelaufen bin. Aber ich dachte mir, wenn man schon mal hier ist, kann man ja mal schauen. Also hier kommt man schon mal nicht rein. Obwohl hier werden noch Führungen angeboten. Wahrscheinlich nicht zu allen Zeiten. Dann war hier auch noch ein Restaurant drin sein. Weihnachtsbuffet hat gelesen. Aber das war ja vorgestern. Also es scheint nicht generell Winterruhe zu sein, sondern vielleicht nur am Wochenende oder so, ich habe keine Ahnung. Aber jetzt ist alles zu. Schade. Wo man hier weiterkommt, das ist eine wunderschöne Treppe runter. Wäre natürlich cool. Ne, auch zu. Obwohl hier ausgeschildert ist, dass es da weitergeht, aber ist halt nicht so. Schade, es war wieder nichts. Weil es sieht eigentlich recht schön hier aus. Ich habe mal über den Zaun rüber geguckt, da geht dann so eine Treppe runter, das ist ein schöner Park. Ich habe ein paar Pavillons gesehen, wo man Feuer drin machen kann. Ich schätze, wie der Rostbratwurst, das verkaufen, wenn offen ist. Vielleicht komme ich im Sommer mal mit Frauchen her. Ich google mal, wann die wieder offen haben. Hier sind wir jetzt auf dem Parkplatz, also man kann natürlich auch mit dem Auto herkommen. Ich verschwinde jetzt wieder im Wald und mache die letzten Kilometer vielleicht noch. Und dann ist die Tour vorbei. Ich war eben noch mal kurz in dem Naturparkzentrum drin, habe mal wie in der Burg nachgefragt. Also die hat offiziell bis Ostern geschlossen. Bis auf wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel das Weihnachtsessen und sowas, ist sie bis Ostern Winterruhe. Ja, dann will ich vielleicht mal nach Ostern meine Frau herkommen, weil hat mir sehr gefallen die Ecke. Dann machen wir das mit der Wanderung und Burgbesichtigung zusammen. Gut, ich habe jetzt mein Auto in, sagen wir, 2 Minuten erreicht. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen und bis zum nächsten Video. Und falls ihr noch nicht habt, hier könnt ihr mich abonnieren. Tschüssi!